Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Abo und der Daumen nach oben sind natürlich wie immer sonst und würde mich sehr freuen, zu denen ihr dazu entscheiden solltet. Und ja, wir suchen noch ein paar Crocs und danach ist es aber soweit, dass wir hoffentlich zum Schloss gehen. So viel ist es ja nicht mehr, ne? Wir müssen jetzt hier rumgehen. Wir nehmen auch die hier gar nicht mit. Wir gehen hier einfach nur straight den Weg. Bam, 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 bam. Und da geht's zum Schloss. Vielleicht nehmen wir noch die hier mit. Oder den einen da auch noch mit. Keine Ahnung. Mal gucken. Oh, wir müssen natürlich die Weisen wieder zurückholen. Nach Norden. Bestimmt wieder einer dabei mit, ich will zu meinem Freund. Direkt der Erste, wo wir hinkommen. Ich will zu meinem Freund. Ich hab den von oben im Himmel gehört. So ist es nämlich gewesen. Kann es sein, dass das eine echt billige Art und Weise ist, einfach so ein Ding zu nehmen? Da einfach nur einen Ventilator dran zu packen und das, dass es ein billiges Fahrzeug ist, was super schnell gebaut ist und effektiv, zumindest für das, was wir jetzt hier machen wollen, effektiv funktioniert. Schauen wir mal. Habe ich wieder aus Versehen zwei von irgendwas her? Nee. Weil irgendwas ist runtergekullert gewesen, aber egal. Das lässt sich auch schnell bauen. Nicht nur schnell bauen. Sondern ich gehe jetzt in die Bautomatik. Und speichere mir das mal als Favorit. So. Gut, das war Dota, dass ich als Favorit gespeichert habe, weil das Ding nicht funktioniert. Achso, das funktioniert nicht, weil es sich auf dem Boden aufliegt. Kannst du das jetzt nochmal löschen aus der Bautomatik und oder updatet der Entwurf sich sogar? Okay, dann aus Favoriten weg und in Favoriten rein. Ja, das ist ein super einfaches Fahrzeug. Kostet nicht viel. Man fährt ordentlich schnell da wirklich durch die Gegend. Schneller als zu laufen. Klar, man kann jetzt nicht über Steine fahren, aber über Gras und so, über Gras und Wiese ist alles gar kein Problem. Gut, in diesem Fall ist gerade eher Matsch, aber hey. Nein, bleib stehen! Darüber habe ich nicht nachgedacht. Oh mein Gott. Darüber habe ich jetzt wirklich nicht nachgedacht. Ich sag ja, Potato ist der dümmste Let's Player der Welt. Ich sag's immer wieder. Aber die Leute sagen immer, nein, so dumm bist du doch gar nicht. Und dann, doch, siehst du ja, wie dumm ich bin. Man sieht es ja, wie dumm ich bin. Es ist ja gar kein Geheimnis.
Wisst ihr, was cool wäre, wenn man sich so Maschinen einpacken könnte? Dass man drei Maschinen oder so einpacken kann und die dann auspacken kann. Das wäre super. Gleich dann für ein DLC. Oh, das wäre eigentlich ganz geil, ne? Für ein DLC, dass du dann so Fahrzeugtaschen bekommst. Wo du Fahrzeuge speichern kannst. Oh. Also nicht im Sinne von Bautomatik, sondern wirklich dieses 1 zu 1, das Fahrzeug, was du gebaut hast, speicherst du ab, nimmst in deine Tasche mit und kannst es überall rauspacken. Ich meine, wenn das dann im DLC ist, ist das ja. Kann man ja so machen, dass man dafür alle Schreine braucht oder so. Dann hat man so viel gespielt, dass man das verdient hat, das zu bekommen. Meiner Meinung nach. So, den können wir löschen. In weiser Voraussicht nehme ich den schon mal mit. Ah, ne. Ich dachte, man muss vielleicht sowas wieder balancieren, aber ich sehe hier nichts. Ich glaube, das ist einfach nur ein Krog, wo man Stein aufhebt oder so. Ah, und dann Stein hinbringt. Schnell lauf, da kommen Gegner! Bis dann, Tschüssi! Da vorne ist noch jemand bei einem Schild. Jemand, das ist immer der gleiche. Okay, dieses Schild ist. Oh. Oh, wir haben nur die Dinger. Was nicht schlimm ist, weil dieses Schild ist ja schon mal perfekt für diese Dinger geeignet. So, jetzt stecke ich das erstmal ins Loch hier rein. Mal gucken. No. So. Den Krog haben wir auch schon geholt, dann gehen wir hier nach oben, auf den Berg. Ich bin mir auch sicher, wir haben viele Höhlen verpasst, aber ich versuche das dann mit den Satori-Singern zu finden, die Höhlen, die ich verpasst habe bisher. Auch wenn das schwierig wird. Oder soll ich das mit der Karte machen? Das müsst ihr mal entscheiden, ganz ehrlich. Soll ich am Ende, wenn ich quasi sage, jetzt habe ich alles soweit, was ich entdecken wollte, entdeckt. Jetzt muss ich noch Höhlen finden. Soll ich dann auf die Karte, auf die interaktive Karte, die Höhlen anmachen oder nicht? Das ist halt die Frage, ne? Würde halt schneller gehen, die fehlenden Höhlen zu finden. Oder mach ich das immer mit der Spielmechanik? Ich meine, man kann ja auch dann wieder zum Turm teleportieren, hochfliegen und die Höhlen alle markieren, ne? Das ist ja nicht so schlimm eigentlich. Ja, ich glaube, ich mache das erstmal über die Spielmechanik, oder? Aber wenn das Spiel da schon die Möglichkeit gibt, das rein über das Spiel zu lösen. So. Vorne ist das Schloss, wo wir gleich hingehen werden. Hehehe.
Ganz oben, nehme ich an. Oh nee. Oh, doch. Hoffen wir, dass das funktioniert, ne? Flop! Der Korken hat geknallt! Bis dann, tschüssi! Tschüss! Ui! Wir gehen auch in diesem Part ins Schloss, kann das sein? Wir sind nah dran. Wir sind also unter das Schloss. Also nicht ganz unter das Schloss, aber... Warte mal, ist das da nicht... Ich muss mal gucken gleich, wie das da aussieht. Ich habe noch keine Ahnung. Ich war noch nicht da unten. Auf der Karte sieht es aus, als kommt man in den Hafen noch rein, aber... Vielleicht ist der Hafen auch mit hoch, aber... Ich will zu meinem Freund. Ich weiß es jetzt schon, weil da nämlich ein Ding war zum Fahren. Wo ist er denn? Der zu seinem Freund will. Oder doch keiner, der zu seinem Freund will. Da unten ist doch wieder so eine Freund-Location. Ach, habe ich die schon gemacht? Kann das sein? Ah, es kann sein, dass ich die schon gemacht habe. Ich gucke auf der Karte. Um sicher zu gehen, nicht dass ich jetzt einen lösche, genau, den habe ich schon gemacht. Nicht dass ich einen lösche, weißt du, den ich nicht gemacht habe. Das wäre natürlich so ein bisschen blöd. So. Ach ja, hier war ja die Jägerbasis. Dazu will ich das, ich glaube, das ist mein erstes Video, weil ich das als erstes gefragt wurde in den Kommentaren, wo ich die Jägerausrüstung her habe. Ich glaube, das wird das erste kurze YouTube-Shorts-Video, was ich mache, oder? Ich weiß nicht, ob es für einen Short reicht, weil ich muss, glaube ich, ein bisschen mehr ausholen für die Erklärung. Ich glaube, das wird das erste Video, was quasi Content ist, im Sinne von nicht nur ich sitze hier und spiele, sondern ich nehme auf, schneide und überlege meine Videoidee und mache das ordentlich. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich dann sowas mache auf meinem Kanal. Zumindest auf den aktuellen Kanal hier. Ich hatte früher mal einen YouTube-Kanal, aber den habe ich halt irgendwann gelöscht, weil auch die Lust fehlte. Lustig ist, ich habe jetzt mehr Abos, als ich damals auf meinem Kanal hatte. Ja, voll die Abo-Bombe. Ich sag tschüss. Ja, ihr seid die Abo-Bombe, ey. Ihr Verrückten. So. Aber ich tröste mich derzeit mit dem Wissen, dass ihr sowieso nur wegen Zelda hier seid. Was aber auch heißt, dass ich auch vielleicht einfach mehr Zelda-Content dann bringen muss. Aha. Als ob ich dir vertraue. Sieht sehr vertrauenserweckend aus, ne? Modekenner. Der heißt einfach Modekenner. Sieht sehr vertrauenserweckend aus. Direkt in der Nähe einer Jägerbasis. Ja, die Taler sind so ein totes Konzept, Smitty. Die habe ich lange nicht mehr benutzt. Irgendwann vielleicht mal wieder, wenn ich gucken, wenn ich wieder was verlosen kann oder so. Aber ich habe halt nichts zum Verlosen. Ich habe weder, habe ich, irgendwas kriege ich irgendwas von Publishern noch. Ne? Aber wenn das, ich sag mal so, also wenn das mit den Abonnenten natürlich irgendwann so weitergeht oder mit den Videos, die ich da mache, dann die Abonnenten auch entsprechend steigen, bin ich der Letzte, der einen Publisher nicht anschreibt und nur ein paar Keys fragt und die dann verlost. Also... Ich muss dann gucken, wie ich das fair mache, dass Leute auf YouTube und Leute auf Twitch dann die Möglichkeit haben, entsprechend die Sachen zu bekommen. Oh, das ist interessant. Aber mit meiner Reichweite geht das halt noch nicht, ne? Da kriegst du keine Keys zum Verlosen.
Also für Sunhaven könnte ich fragen, ob ich Kies bekomme. Da ist die Wahrscheinlichkeit da. Man kann das nicht im Fliegen. Das heißt, man muss wirklich irgendwas hier hin platzieren. Upsala. Genau. Ja, ich habe dir nur kurz erklärt, dass Kartoffeltaler ist halt, wie gesagt, hat derzeit keine Funktion. Also, nicht wirklich zumindest. Es hatte mal eine Funktion, weil ich mal irgendwann aus meiner eigenen Tasche ein paar Pläne zu DLCs und so verlost habe. Und Season Passes von Sea of Thieves und so Sachen. Ja, das waren schöne Zeiten, ne? Bis dann, tschüss! Also sind halt leider wertlos. Damals hat man auch fürs Zuschauen welche bekommen und auch für Chat-Nachrichten. Ich glaube, Chat-Nachrichten gibt es immer noch. Ich glaube, Chat-Nachrichten kriegt man auch noch Kartoffeltaler dafür. Aber halt maximal für 3 Nachrichten pro Minute oder sowas. Ich hab das schon alles mehr oder weniger clever programmiert. Wenn du dann Discord und dein Twitch miteinander verbindest, dann gilt das auch für Discord-Nachrichten. Also wer auf Discord aktiv ist, kriegt dann auch Kartoffeltaler. Ist eigentlich ein cooles Konzept. Problem war halt einfach, dass ich das vielleicht auch gerne mit YouTube verbinden wollte und dass man dann sein YouTube auch verbinden kann. Und dass man dafür Kommentare unter Videos auch Punkte bekommt. Nur ich glaube, das ist nach den YouTube-AGBs nicht erlaubt, dass ich Leute belohne für Kommentare, ne? Vor allem, weil die Kartoffeltaler dann ja verwendet werden würden für Tickets in Verlosungen und dann würde ich Leute ja bezahlen, indirekt. Für Kommentare. Und das ist, glaube ich, nicht okay. Also man kann ja um 3 Ecken, denkt man sich das dann, ne? Klar, ich bezahle niemanden dann für einen Kommentar, aber man kriegt dann ja halt einen Kartoffeltaler, mit dem du dann später ein 1/10 Ticket kaufen kannst, mit dem du dann halt an der Verlosung teilnehmen kannst, wo du dann, wenn du Glück hast, gewinnst und dann einen monetären Wert daraus ziehen kannst, weil du dann den Key kriegst und dann kannst du den verkaufen. So, dann können wir mir anlasten, so von wegen, ja, du kaufst dir Kommentare oder so. Ich weiß nicht, ob YouTube damit ein Problem hätte, ich glaube aber schon. Spätestens dann, wenn es gemeldet wird von irgendjemandem. Die würden das vielleicht nicht direkt checken, aber wenn das gemeldet wird, ist das, glaube ich, ein bisschen problematisch. Und ich möchte auch nicht keine Kommentare kaufen. Schreibt Kommentare, wenn ihr Bock habt, Kommentare zu schreiben. Für YouTube werde ich mir da was überlegen. Also, ich finde das auch immer schwierig bei YouTube, wenn Leute sagen, irgendwie, ich mache ein Gewinnspiel und ihr müsst kommentieren unter dem Video. Das würde ich so auch zum Beispiel niemals machen. Ich weiß, ist eigentlich doof, weil Interaktion und so ist natürlich wichtig für YouTube und für den Algorithmus und alles. Aber ich würde das halt nicht machen, weil ich das Gefühl hätte, ich würde Kommentare kaufen damit. Also wenn, dann verlinke ich dann halt einfach eine quasi Liste oder so eine Webseite, wo man sich eintragen kann. Und dann kriegt man ein Ticket und dann wird ausgelost und gut ist. Also. Es kann auch einfach nur so ein Potato-Problem sein. Dass ich da so ein bisschen das Gefühl habe, dass das nicht ehrlich wäre, wenn ich das so machen würde. So, wir sind endlich hier angekommen. Mal gucken, ob es diesen Hafen noch gibt. Aha, gucken, was da unten ist. Den Hafen gibt es noch. Kommen wir von Hafen ins Gefängnis? Das frage ich mich gerade. Hast mich gefunden. Bis dann, Tschüssi. Ja, meine Emotes sind geil, ne? Die habe ich übrigens alle selber gezeichnet. Kein Witz. Mein Avatar und meine Emojis auf Twitch sind alle selber gezeichnet. Das ist übrigens der einzige Grund, warum ich Mitgliedschaften bei YouTube machen möchte, aber ich habe die bisher nicht aktiviert. Ich habe bisher einmal über YouTube habe ich Geld bekommen, und zwar, ich glaube, 20 Euro mit einem super Kommentar. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, ich wusste gar nicht, dass ich das aktiviert habe, weil ich wollte eigentlich kein Geld über YouTube machen bisher. Ich habe den Partnerstatus auf YouTube, habe ich schon,
Aber ich habe ihn bisher nicht genutzt. Weil ich mache wieder Werbung, ne? Ah, guck mal, da unten. Ist das nicht der Weg zum Gefängnis? Nee. Das ist der Weg nirgendwo hin. Warum kann man hier rein? Danke für die Pfeile, die brauche ich echt dringend. Aber durch so viel Schleim, na gut, ich kann drumherum vielleicht. Oh, ruckel, ruckel. Warum ruckelt es hier? Also da oben war ich doch gerade eben eh. Ich war da oben doch schon. Hier bin ich angekommen. Ich bin so ein Trottel. Seht ihr, Potato Pad ist echt nicht gut geeignet für so Spiele hier. Oh mein Gott. Kommt her. Wo ist er? Miasma-Lanze, eine furchteinflößend anzusehende Lanze, die Seelen aus Körpern reißen soll. Im Miasma zieht auch den Nutzer mit der Zeit immer mehr Mitleidenschaft. Ich habe gerade irgendwas gelesen und ich möchte das nicht lesen, was am Chat steht. Ich gucke jetzt also nicht mehr in den Chat, Leute. Weil ich möchte ja nicht gespoilert werden. Oh, meine schöne Waffe ist kaputt. Ja, aber sie hat mir gute Dienste geleistet. Hier oben lang? Geht's da zum Gefängnis oder? Ich glaube nicht, oder? Oh, naja. Nee, da will ich ganz sicher nicht runter. Also da war ich schon unten, aber ich war ja ganz kurz schon vor Gandorf, glaube ich. Hier wurde doch früher auch mal ein Schrein, oder? Genau hier. Und muss man den nicht sogar holen, indem man das Feuer entzündet? Oh. Versuchen wir es einfach mal. Oh, das dauert ja nur 5 Stunden. So. Reckengewand-Ding wieder. Aber meine Schildtasche ist voll. Ich wollte aber die im Gefängnis finden. Das ist also jetzt hier unten. Okay. Ich wollte eigentlich den Weg zum Gefängnis suchen. Jetzt habe ich das Schild. Okay, Moment. Es soll einst einen legendären Helden geschützt haben und wird seit Generationen der Königsfamilie weitergegeben. Weit stärker und haltbarer als andere Schilde. Ja, dann ziehen wir das doch an, ne? Sehr gutes Schild. Aber was ist denn im Gefängnis? Da muss doch im Gefängnis auch noch was Cooles sein, oder nicht? Oder ist das jetzt gewechselt, die Position einfach nur, und im Gefängnis ist nichts mehr zu finden? Aber wo war das Gefängnis denn nochmal? Man kann doch von hier auch zum Gefängnis. Oder nicht? Ah.
Ich hatte das aber jetzt mit der Feuerschale auch echt nur probiert, weil wenn ich das gespoilert wurde oben mit dem, mit der Feuerschale. Und ich mir gedacht habe, Feuerschale, gut, das hat doch damals den Schrein gerufen. Versuch es einfach mal, was das jetzt bringt. Sonst hätte ich das niemals gemacht gerade. Ich habe ja bei dem Thronsaal, wurde ich ja gespoilert, dass da das Reckengewand ist. Wobei es ja auch in Zeldas Tagebuch stand, also ich habe zumindest herausgefunden, wo es stehen würde. Aber wo ist das Gefängnis denn nochmal? Warte mal, kam man über diese Gänge hier nicht auch zu einem Gefängnis? Ich bin mir gerade unsicher. Oh, was für ein angenehmer Ort hier drin. Jetzt habe ich das Video schon. Nice. Da freue ich mich. Ich freue mich vielleicht nicht so extrem, weil hat dann lang gedauert, ne? Ich glaube, andere haben das einfach schon viel länger als ich. Moment, anhalten. Oh, oh, anhalten. Na gut. Nämlich, aber die Bomben wollte ich hier auch. Ganz wichtig, Donnerblumen. Immer mitnehmen. Oh. Oh, hier geht's ja eh nicht weiter. Ha. Okay. Oh, jetzt wird's echt kompliziert. Wo war nochmal der andere? Es gab doch zwei Tunnel. Oh. Mein Breath of the Wild Wissen abrufen. Tja, das ist leider nicht so gigantisch, das Wissen. Es ist vorhanden, das stimmt schon, aber es ist auch nicht so gigantisch. Oh mein Gott, das ist ja ein widerliches Ding. Also nicht das Ding, das Ding ist auch widerlich, aber da ist so viel Miasma und sowas. Nee, nee Leute, ich fahre einfach zurück. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Da bin ich raus. Warte mal, aber warum haben wir hier Donnerblumen gehabt? Kann man hier noch irgendwas aufschießen oder sowas? Ah. Ah. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Mal genau umschauen jetzt, vor allem an der Decke und so. Oh. Anhalten. Ich habe jetzt nichts gesehen. Aber es gibt doch noch einen anderen Tunnel, oder nicht? Einen anderen Stollen, die hieß noch Stollen, oder? Aber wo war der nochmal? Hier vorne ist auch noch ein Weg unten ins Wasser, durchs Wasser, aber das ist glaube ich, ist das nicht der gleiche Ort? Ah nee, da kommen wir ja nicht hin, also muss das ja ein anderer Ort jetzt sein. Aber was muss da anders sein? Nicht wundern, ich will nicht rutschen, deswegen mache ich das. Hier oben soll ein Krocksam sein. Aber ich sehe nichts. Aber ich mache die jetzt eh noch nicht am Schloss. Die am Schloss machen wir als letztes. Würde ich fast sagen. Vielleicht ist es einfach hier unten drin. Ah. Na gut, du kriegst einen Pfeil. Bin nicht ohne Pfeil zu schaffen. Bis dann, tschüssi. Kann ja wieder einsammeln, immerhin. Okay, dann ist das unten vielleicht der andere Stollen oder ist das nochmal ein Eingang in den Hafen? Aber ich erinnere mich gerade leider nicht mehr dran. Aber wir müssen da mal gucken gehen.
Aber ich habe ja gesagt, wir gehen jetzt hier unten die Sachen gucken. Warte mal, den Stollen, da waren wir drin. Genau, da waren wir drin. Den habe ich schon fotografiert? Naja. Ich meine, ich habe alle Pyromagus fotografiert. Was, es tut schon ein bisschen gut, muss ich sagen. Dass da hinter mir auf meinem Rücken das Hylia-Schild ist, das tut schon gut. Das kann man nicht anders sagen. Das ist schon kein schlechtes Gefühl, sage ich euch, Leute. Hat das vor allem so unerwartet eigentlich, weil ich wollte eigentlich zum Gefängnis, weil im Gefängnis habe ich das Gefühl, dass da was ist. Ah, guck mal, da geht einfach nur Wasser raus, okay. Ha. Na gut. Da werden wir wohl nicht durchkommen, nehme ich an. Aber wo ist nochmal das Gefängnis? Das ist der Kerker. Das hieß, glaube ich, Kerker, oder? Da vorne ist was zum Wegsprengen. Was da oben vielleicht noch eine Kiste drauf? Nope. So, Kollege. Eine Kiste. Nehmen wir nicht mit. Das Ding ist, was ich mir halt denke. Lass mal ganz kurz. Euch auch zu offenbaren, was ich mir gerade für Gedanken mache. Das Ding ist da, wo wir mit König Roham gesprochen haben, auf dem vergessenen Plateau, ne? Im Tempel der Zeit da, ne? Da war dieser Stoff versteckt. Das war schon ein wertvolles Item. Also frage ich mich jetzt da, wo das Hylia-Schild vorher war, was für ein Item ist dort zu finden? Das frage ich mich gerade. Deswegen möchte ich da unbedingt hin. Das kann ja nicht sein, dass der Ort hier nicht mehr da ist, oder? Klar, die können natürlich alles machen, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Ich glaube, ich bin einfach zu blöd, das zu finden. Ich glaube, das ist eher das Problem. Ich glaube, das Problem ist eher, dass es ein Intelligenzproblem oder ein Kenntnisproblem. Vielleicht ist er hier vorne gewesen. Schauen wir mal. Hier ist ja auch noch irgendwie scheinbar ein Weg, aber der führt scheinbar nur hoch. Ja, lass mich mal in Ruhe hier. Oh, der ist despawned, okay. Ah, das ist so eine Kiste. Hier sind viele Kisten, ne? Mit gar nicht so schlechten Waffen, weil die haben alle Angriffskraft plus. Das ist schon gar nicht schlecht. Prinzipiell ist das gar keine schlechte Sache. Ja, nein. Ohne Kletteroutfit wird das nichts. Und zwei davon. Ah, das wird sogar mit Kletteroutfit nix. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja. Da oben ist ein Loch, ne? Vielleicht geht es da in so ein Gefängnis. Jedes Loch, jede Einkerbung. Ich denke immer, es geht ins Gefängnis auch sofort.
Haben wir noch irgendwas Ausdauermäßiges? Nein. Aua. Na gut, dann gehen wir außen rum. Dann ist das so. Hat nicht so gut funktioniert, muss ich zugeben. Ist das das Gefängnis? Immer direkt, ist das das Gefängnis? Nein. Aber nicht. Ah, das ist eine Truhe. Königsbogen. Nimm ich gerne mit. Natürlich kommt der Blutmond jetzt. Wann auch sonst? Okay, da waren wir ja schon. Da waren wir schon. Drei Schuss, drei Treffer, richtig gut. Bis dann, tschüssi. Jetzt war ich ja doch die Krocksam hier am Schloss. Schlimm mit mir. Speisezimmer. Das ist doch das oben, oder nicht? Oder nicht, Speisezimmer war auch noch unten, ne? Ja. Hm. Aber ich finde das Gefängnis nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin zu blöd. Also Einsicht ist ja schon mal der erste Weg der Besserung, ne? Oh, was ist, der ist denn da? Du hast es tatsächlich geschafft, dich bis hierher durchzuschlagen. Gutes Essen scheint dir wichtig zu sein, wenn du dich dafür sogar ins Speisezimmer von Schloss Hyrule schleichst. Hier gibt es jede Menge Rezepte, die ich noch nicht kannte. Einfach fantastisch. Und weil ich eh schon hier bin, habe ich mir gedacht, ich tue der Truppe am Spähposten mal was Gutes. Gegen völlige Erschöpfung ist ein leckeres Essen schließlich immer noch die beste Medizin. Ja, könnt ihr das eigentlich mal fotografieren hier. Einfach nur aus Jux und Tollerei. Ist aber sehr einfach. Aber das können wir einfach mal fotografieren. Warte mal, was ist denn da vorne? Waren wir das schon mal? Ah, da waren wir schon. Naja.
Da ist nichts Besonderes. Da war nur der Bogen. Okay. Von Speisezimmer kann man nicht ins Gefängnis, ne? Also bestimmt früher mal, aber zumindest nicht mehr jetzt, ne? Ist ja alles eingestürzt hier. Na gut, da unten waren wir schon. Oh, hier ist ein Krog. Nice. Das ist ein Teil des Triforce, ist ganz bestimmt. Bis dann, tschüssi. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, das tut mir auch leid, aber ich konzentriere mich gerade, um mich hier wirklich gut umzuschauen, ne? Weil ich das Gefühl habe, wir haben irgendwo noch einen Raum übersehen. Das muss halt so sein, irgendwo. Also, was würden die den Kerker nicht einbauen, also? Ich kann mir echt vieles vorstellen, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Nee, der Kerker ist bestimmt hier irgendwo. Musst du nur suchen gehen. Bis dann, tschüssi. Da habe ich auch hoffentlich bald die meisten Krogs hier am Schloss. Krass. Das Problem ist, jetzt gewittert ist. Jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch. Nee. Ah doch, wir können ja so. Das Hühnerschild hat einen großen Nachteil im Gegensatz zu den anderen Sachen, die ich so habe. Es ist aus Metall. Da unten sind Gegner auf jeden Fall. Ach, das war dieser Übungsdingsclubsraum da, ne? Da ist der Krog, glaube ich, hier drunter. Wo kommen wir denn da hin? Muss man den Krog so bekommen? Geht das? Warte mal. Ah, so geht's auch. Ja, Mann, jetzt hast du das auch mal gelernt. Bis dann, tschüssi. Okay, so kriegt man den Krog. Gut zu wissen, oder? Ha. Wir müssen aber sowieso einfach nochmal zum Schloss hier hin, weil ich habe nicht alle Krogs markiert am Schloss. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da kommen wir im Leben nicht hoch. Nicht beim Gewitter.
Oh. Hast mich gefunden. Bis dann, tschüssi. Okay. So viel habe ich nicht mehr markiert, aber ich bin mir halt wie gesagt sehr sicher, dass das nicht alle sind. Da vorne ist das ein Loch? Nee, das ist ein. Ist das ein Loch oder ist das ein Baum? Das könnte auch ein Loch sein, ne? Dann gehen wir da mal hin. Ach, Mist. Hä? Hey. Wir gehen da mal hin. Das ist ein Loch, was wir aufschießen oder aufrollen können. Aufrollen geht nicht, okay. Aufschießen geht auch nicht? Aber das geht. Ah, okay, das ist das. Was nehmen wir denn da für eine Waffe? Das ist doch da, wo man den Stahlhinox besiegt hat, oder? War das nicht der Raum hier? Doch. Wir sind also im Kerker. Ist mir egal, da macht er mehr Schaden. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich hab genug Essen. Und was ist jetzt hier drin? Ich wusste, dass hier was Gutes sein wird. Ah. Stoff der königlichen Familie. Robuster Stoff mit dem Wappen der Königsfamilie von Hyrule. Er scheint gut zur Anfertigung eines Parasegels geeignet zu sein. Ich wusste, dass hier was Gutes sein würde. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Jetzt kommen wir hier trotzdem nicht in den Kerker, aber egal.
Vielen Dank, Melewe90, fürs Folgen. Übungsplatz der Soldaten, Abschlussprüfung. Wer ein riesenhaftes Monster niederstrecke, möge sich einen wahren Ritter des Königreichs nennen. Ah, das war der Übungsplatz, den gemeint wurde, glaube ich, mein Kommentar. Ne? Ja, aber ich wusste halt nicht, wie ich hier hinkomme. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wie wir in den Kerker hier kommen. Aber ich glaube, wir haben hier im Kerker nichts mehr zu finden, kann das sein? Weil, ach, wie kommen wir hier wieder raus? Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus jetzt. Ohne Teleport halt. Ah, vielleicht hier rüber. Vielleicht kommen wir hier raus. Gerade so. Wo soll der Krog denn hier sein? Ah, da geht's ins Kerker. Jetzt habe ich doch den Weg in den Kerker gefunden, dank des Krogs. Die ist aber gar nicht so schwer, hier reinzukommen. Bis dann, tschüssi. Ein viel zu langer Part übrigens. 52 Minuten ist der Part gerade wieder lang. Aber ob es hier drin noch was Krasses gibt zu entdecken? Außer diesen nervigen Viecher? Komm ich auch gar nicht durch, oder? Oh. Da vorne kommt man durch, scheinbar. Hätte ich irgendwas zum Verbinden? Da ist scheinbar nichts am Liegen oder so, was man verbinden kann. Ah. Aber Moment, das heißt doch, dass wir dann von der anderen Seite kommen können und da muss sie ihren Weg hingehen. Schauen wir mal kurz. Das ist hier einfach der Weg darunter? Nee, ne? Nee. Boah, der Part ist einfach eine Stunde, die Schlosserkundung. Ist das vielleicht hier? Sieht nicht gut aus. Ich finde den anderen Weg leider nicht. Der Part ist auch schon so lang, dass ich mir jetzt überlege, dass wir mal wieder was anderes machen. Wir haben jetzt wirklich sehr viel hier gesammelt. Ich bezweifle, dass im Kerker noch was Großartiges ist. Wir haben jetzt das Hylia-Schild und wir haben ein Leibgarde-Set hier im Schloss Hyrule bekommen, plus den königlichen Stoff. Also was soll denn hier noch sein, bitte? Ich sehe nicht wirklich, wie hier noch mehr, viel mehr sein soll. Wenn ich ganz ehrlich mit euch bin. Man kommt da bestimmt irgendwie hin. Vielleicht da unten über den Gang da unten. Kann das sein? Ah, ich glaube, das ist sogar wirklich der Weg. Okay. Ja gut, dann gucken wir doch noch mal eben kurz. Warte mal. Das müssen wir mitnehmen. Thank you.
natürlich ein Schwert. Natürlich. Nee, nehme ich aus dem Grund nicht mit, weil das Metall ist. Im Gewitter habe ich dann Probleme, wenn ich davon zu viel mitnehme. Vielleicht kann ich einen ersetzen, der die Angriffskraft nicht hat. Ja. So. Warte mal, ist das da vorne der Ort? Wo sind wir denn hier? Ah, hier gibt es auch noch einen Eingang. Ah doch, man kam doch durch den Stollen, glaube ich, auch noch hier hin. Okay. Interessant, es gibt also mehrere Eingänge hier rein. Müll. Da ist auch nur Müll. Und was ist das hier für ein Bogen? Eisebogen. Müssen wir, glaube ich, noch fotografieren, kann das sein? Nee. Ja, da kamen wir ja her, ne? Genau. Ja, dann ist hier scheinbar nichts mehr, ne? Weil da vorne ging es, glaube ich, nur noch zu dem, wo wir die Miasma-Hände besiegt haben. Und Phantom-Ganon. Ja, wie kriegt man das dann auf? Gar nicht, oder? Man hätte von oben, man muss von oben kommen, kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Na gut, meine lieben Freunde, dann war es das für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.